wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 31. und somit letzten August 2017 mit der Nummer 1168. Von heute Vormittag bis jetzt sind die Temperaturen ziemlich runtergegangen. Erstaunlich, wie das so schnell abkühlen kann, obwohl so eine Spüle geherrscht hat. Aber naja, jetzt haben wir wieder Säckchen an. Kommen wir zu den Nachrichten. Amazonas Regenwald. Nach einem Hinweis einer Forschergruppe der Universität São Carlos gingen Glühwürmchen-Experten in den Amazonas-Regenwald und wiesen nach, dass die Leuchtlarven nicht nur im halboffenen Cerrado, sondern ebenso im dichten Regenwald vorkommen. Dort sorgen Pyrearinus fragilis und Pyrearinus termitiliumaniens an der Oberfläche der Termitenhügel in den Abendstunden für einen Festschmaus mit Licht. Dass sich die Glühwürmchen bei ihrer Kinderstube überhaupt auf Termitenhügel und die Erdhöhlen spezialisiert haben, wird mit dem dort vorhandenen Futterangebot begründet. Tinnitus Anti-Stress. Das sind die Auswirkungen des geführten EMF-Krieges gegen unsere Hirne. Alle Anzeichen einer Pathologie im Zentralnervensystem sollten sehr ernst genommen werden. Falschfrequenzen gleich Falschinformationen, die unser Zentralorgan erreichen und all unsere wasserblutführenden Organe, wo auch die Augen dazu zählen, und Gefäße, unser Blut ist bekanntlich ja auch mit Wasser gleichzusetzen, davon betroffen sind. Schützt euch. Haltet euch von allem fern, was mit gefälschten VS-Studien wirkt und ein aggressives Marketing betreibt. Das kostet denen Geld und es muss doch wieder mit viel Profit reinkommen. Tinnitus ist auch ein Zeichen einer ungeheuren Falschinformation, entgegnet dem mit Anti-Stress-Komplex. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 2. Geldschöpfung. Was seit Jahren übers Internet wachsende Zahlen von Lesern und Zuhörern beschäftigt, erreicht in sanfter Verzögerung nun auch jene Öffentlichkeit, die gerne als seriös beschrieben wird. Wirtschaftswissenschaftler Aaron Saar nennt es in seinem Buch Das Versprechen des Geldes, die Ambivalenzen des Finanzkapitalismus. Der Autor stellt fest, in der Praxis werde Geld vor allem durch die Banken geschaffen. Sie verteilten also nicht nur das Geld der Sparer an die Kreditkunden, sondern sie schöpften neues Geld. Einfach indem sie einen gegebenen Kredit dem Kunden als Guthaben auf dem Konto gutschrieben und zugleich denselben Betrag als Forderung in ihre Bilanz einstellten. Ja, das Prinzip, wer ein bisschen aufgeklärt ist, hat das Prinzip auch verstanden, wie es funktioniert. Leider. Washington, USA. Der September steht vor der Tür und damit zugleich ein Ereignis, welches durchaus maßgeblichen Einfluss auf den Fortgang im Illusionstheater Deutsch haben könnte. Die USA sehen sich erneut einer Ausnahmesituation gegenüber, dem sogenannten Government Shutdown. Am 29. September 2017 die Schließung des Regierungsbetriebs in Ermangelung von Zahlungsfähigkeit. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das mächtigste Land der Welt lebt seit Jahrzehnten auf geborgter Zeit und ist derzeit offiziell mit rund 20 Billionen US-Dollar verschuldet. Eine weitere Erhöhung des enormen Schuldenberges bedarf jedoch der Zustimmung durch den US-Kongress. Tja, und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt wieder Kriege führen, wie in den letzten vielen Jahren zu beweisen ist. Langley Crypto City Mountain View. InSearch Intelligence, ein neues investigatives Journalismusprojekt, welches durch Crowdfunding finanziert wird, veröffentlichte einen Exklusivbericht darüber, wie die VS-Geheimdienste Google gegründet und hochgezogen haben, um so die Welt durch die Kontrolle von Informationen kontrollieren zu können. Demnach haben NSA und CIA mehrere solcher privater Unternehmen aufgebaut und damit ihre Überwachungstätigkeit massiv auszubauen. Washington, Nordkorea, Russland, China. Die Regierung der USA will vermeintliche Unterstützer des nordkoreanischen Rüstungsprojekts
aus Russland und China sanktionieren. Laut des VS-Finanzministers Mnuchin handelt es sich um insgesamt 10 Einrichtungen und 6 Personen, die von den Strafmaßnahmen betroffen seien. Es sei nicht zu akzeptieren, dass russische und chinesische Unternehmen sowie Einzelpersonen dem nordkoreanischen Regime ermöglichen, Einkommen zu generieren, das dann für Massenvernichtungswaffen ausgegeben werde, erklärte der Finanzminister. Mexiko-Journalistenmorde. Innerhalb der ersten 8 Monate 2017 sind in Mexiko 10 Journalisten ermordet worden. Seit Machtantritt des Präsidenten Nieto im Dezember 2012 sind 44 Journalisten systematisch hingerichtet worden. Ein Großteil der Gewalt gegen Pressevertreter geht auf das Konto von Staatsbeamten. Buenos Aires, Venezuela, VSA. Im Zuge des Konflikts zwischen Venezuela und den VSA haben weitere Akteure in Lateinamerika der linksgerichteten Regierung in Caracas den Rücken gestärkt. So positionierte sich der Lateinamerikanische Rat der Sozialwissenschaften, CLASCO, im online verbreiteten Statement deutlich gegen die militärischen Drohungen und Sanktionen von VS-Präsident Trump gegen Venezuela. Das linksgerichtete Länderbündnis ALBA kritisierte indes die jüngste Verschärfung der Sanktionen der VSA gegen Venezuela. Ramallah, Israel, Palästina. VN-Generalsekretär Guterres hat den israelischen Siedlungsbau kritisiert. Er behinderte den Friedensprozess zwischen Palästinensern und Israelis. Sowohl die Vereinten Nationen als auch er persönlich würden Anstrengungen unternehmen, um die Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben, sagte Guterres am Dienstag beim Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Hamdallah in Ramallah. Teheran, Iran. Präsident Rouhani sagte, dass der Iran nicht der Initiator einer Verletzung des Atomabkommens JCPOA sein werde, aber im Falle, dass ein anderer Partner diese Vereinbarung verletzt, werde der Iran entsprechend darauf reagieren. Während die VSA sanktionieren, unterzeichnen ausländische Banken mit Iran Kooperationsabkommen. Afghanistan, VSA. Berichten aus Afghanistan zufolge sind bei VS-Luftangriffen in der östlichen Logar-Provinz des Landes etwa 30 Personen getötet worden, darunter Frauen und Kinder. Amerikanische Flugzeuge, so die Berichte, hätten in der Nähe der Provinzhauptstadt von Puli Alam ein Haus bombardiert. China, Luftwaffe. Die jüngsten Schritte der chinesischen Luftwaffe zeigen die Entschlossenheit, die Präsenz über den Ozeanen auszuweiten. Dazu werden immer mehr Langstreckenübungen durchgeführt. Außerdem werden neue Bomber mit längeren Reichweiten entwickelt, wie Militäroffiziere und Experten sagen. Beijing, China. Auf der nationalen Finanzarbeitssitzung vor einem Monat hat Chinas Staatspräsident Xi erneut die Wichtigkeit der Finanzsicherheit und Stabilität betont. Die finanziellen Rechtssysteme müssten optimiert werden. Mit der Bewältigung der Finanzrisiken soll die Realwirtschaft weiter begünstigt werden. Durch die Vertiefung der Finanzreformen soll eine positive, nachhaltige und gesunde Entwicklung der Wirtschaft gefördert werden. Moskau, Russland, Militär. Die Russische Föderation wird 2018 ihren Militäraushalt reduzieren, kündigte Präsident Putin an. Die russische Wirtschaft leidet stark unter den niedrigen Kohlenwasserstoffpreisen und den europäischen Sanktionen. Mehrere Programme von schweren Waffen auf lange Sicht, wie der Baguzin, also Schienenverkehrssystem von Interkontinentalraketen, oder das PAK-DA, strategische Bomber, sollten vertagt werden. Aber die Truppen sollten nicht komprimiert werden und der Lieferungszeitplan von Waffen 2018 sollte beibehalten werden. Mit 5,3% des Bruttoinlandsprodukts ist Russland das dritte Land im Verteidigungshaushalt nach den VSA und China, aber vor Saudi-Arabien. Die Matrix spielt wieder mit. Moskau, Russland, Flotte.
Erscheinungsbild und Bewaffnung des geplanten russischen Atomzerstörers stehen endlich fest. Im Rahmen des Projekts 23560 LIDAR soll nach Angaben des TV-Senders Svestia das stärkste Kriegsschiff der russischen Marine zustande kommen. Die Palette seiner Waffen soll von Marschflugkörpern bis hin zu künftigen Sci-Fi-Systemen reichen. Wie der Sender berichtete, besiegelte das Verteidigungsministerium den Vorentwurf zum Projekt 23560. Diese Entscheidung macht den Bau der stärksten Kampfschiffe der russischen Marine real. Der Bau ist im Entwicklungskonzept der Kriegsflotte für den Zeitraum bis 2030 verankert. Moskau, Berlin, Deutschland. Deutsche Geheimdienste haben keine Beweise für eine Einmischung Moskaus in die deutsche Wahlkampagne vorgelegt, teilte gestern der russische Außenminister Lavrov mit. Am 27. August hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, erklärt, dass russische Geheimdienste sehr aktiv in Deutschland agieren und versuchen könnten, einen Einfluss auf die Bundestagswahlen zu verüben. Definitiv Einfluss braucht da keiner drauf auszuüben, weil es ist ja reichlich von der Partei, von den Parteienkonstrukten selbst alles initiiert. Also. Und dann sucht man wieder einen Schuldigen, damit man definitiv von sich selbst ablenken kann. Finde ich immer toll. Kiew, Donbass, Russland. Im Gesetzentwurf über die Reintegration der unkontrollierten Gebiete des Donetsk-Beckens, der von der obersten Rada aller Voraussicht nach im September verabschiedet wird, wird Russland als Aggressorland bezeichnet. Das hat die Vertreterin des ukrainischen Staatschefs in der obersten Rada, Lutsenko, angekündigt. Das Gesetz sei zu 99,9% fertig. Ja, diesbezüglich überschlagen sich ja auch im Mainstream die idiotischen Nachrichten in einer Tour. Man könnte nur noch brüllen hier, aber nicht vor Freude. Katalonien, Spanien. Am 1. Oktober wird in Katalonien das Unabhängigkeitsreferendum zur Loslösung von Spanien stattfinden. Ob Madrid dies nun genehmigt oder nicht. Um eine geordnete Loslösung zu ermöglichen, hat die katalanische Regionalregierung einen Gesetzentwurf fertiggestellt, der nun präsentiert wurde. Demnach soll es im Falle einer Mehrheit für die Unabhängigkeit innerhalb von 6 Monaten eine neue Verfassung geben. Danach sollen Neuwahlen stattfinden. Schweden, Impffolgen. Die Forschungsarbeit einer Gruppe schwedischer Wissenschaftler über die DTP-Impfung, die Kinder von Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten, Pertussis, schützen soll, hatte einige erstaunliche Ergebnisse. Die Erkenntnis der Forscher ist nun, dass Säuglinge, die eine Impfung erhielten, über eine durchschnittliche Sterblichkeitsrate verfügten, allerdings lag diese um das 5-fache über der ungeimpften Kinder. Tja, das Schlimme ist, dass man sie ohne Wissen der Eltern einfach den Müttern wegnimmt und dann erscheinen sie wieder im Bettchen bei der Mama und sind geimpft. Aber bekanntlich haben wir ja keine Rechte auf unsere Kinder. Schweiz, Moslem-Dreistigkeiten. In mehreren Schweizer Gemeinden sind Postkarten im Namen des Islamischen Zentralrats aufgetaucht, die dazu aufrufen, dass Frauen sich verschleiern sollen. Adressiert ist die Karte unter anderem an die Bewohner der Gemeinde Lachen. Höflich weisen wir darauf hin, dass wir nun bald in der Überzahl sind, auch bei Ihnen in dem wunderbaren Dörfchen Lachen, steht geschrieben. Ja, schauen wir mal weiter. Schweden, Nogo-Areas. Laut einem Bericht der schwedischen Polizei gab es in den vergangenen 2 Jahren eine dramatische Zunahme sogenannter No-Go-Areas. Die Nutzung des Begriffs wird in Schweden vermieden. Stattdessen wird von gefährdeten Gebieten gesprochen. Ja, gefährdeten Gebieten ist ja schon toll. Überall derselbe Krempel. In Schweden gibt es demnach nun 61 dieser Gebiete. Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Migrantentäter. Die polizeiliche Kriminalstatistik belegt, dass seit dem Beginn der Flüchtlingskrise die Straftaten von Asylbewerbern ansteigen. Passdeutsche, man höre auf dieses Wort, kommen in dieser Statistik nicht vor. Die Anzahl von Straftaten durch Ausländer insgesamt dürfte erheblich höher liegen. Video unter Nummer 22 selber anschauen. Es ist schon eigentlich der Gipfel, was hier abgeht. Karlsruhe, Merkel.
Bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sind seit Merkels Entscheidung im Jahr 2015 Menschen aus aller Welt den ungehinderten Zugang zu unserem Land zu gewähren, mehr als 1000 Strafanzeigen gegen Kanzlerin Merkel wegen Hochverrats eingegangen. Die Strafanzeigen gegen die Bundeskanzlerin haben sich alle als haltlos erwiesen. So sagte die Sprecherin der regierungstreuen, weisungsgebundenen Behörde. Sehr logisch, sie besitzen ja diese sogenannte Immunität, genau wie die ganzen EU-Strolche und überall, wo sie sitzen. Sie können machen, was sie wollen. Sie genießen Immunität. Ich frage mich nur, wer sie ihnen genehmigt hat. Deutschland, BRID, Politiker. Wahlen sind hierzulande nichts als ein demokratischer Schein, eine billige Schmierenkomödie mit schlechten Hauptdarstellern, eine Propaganda-Inszenierung, mit der uns die kommende Diktatur vorgaukelt, wir hätten noch irgendwas mitzubestimmen. Wohl wahr. Haben wir aber nicht. Immer mehr Leute kapieren das, Gott sei Dank. Könnte ich auch wieder feststellen. Es spielt keine Geige, wer am Ende mehr Prozente, Sitze oder Stimmen hat. Die Gewinner sind immer Vasallen der Globalisten. Sie machen immer Politik gegen unser Land und gegen unser Volk, egal was sie vorher versprechen. Wohl wahr. Man hat maximal die Wahl zwischen Pest und Cholera. Deutschland, Volksspaltung. Die Stimmungslage in Deutschland hat sich nach Flüchtlingskrise und Brexit nicht stabilisiert, sondern dramatisch verschlechtert. Noch nie in den vergangenen 17 Jahren haben die Institutionen in Deutschland in so kurzer Zeit so massiv an Vertrauen eingebüßt. Vor der Bundestagswahl zeigen sich die Deutschen tief gespalten. Ob sie politische Kontinuität oder einen Führungswechsel wollen. Das ist das Dramatische, weil definitiv die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Es gibt keine Einigkeit. Das wäre ja dann mal schon ein bester Schritt. Aber wie gesagt, jeder wählt seine eigene Pest oder Cholera. Die gute Nachricht. Das kann man Gott auch Schöpfung nennen. Das ist gleich. Das heißt, die Schöpfung gewährt uns alle Rechte. Das bedeutet, wir haben alle Rechte und das höchste Recht ist es, auf sein Recht zu verzichten. Dein Wille geschehe. Und niemand, kein Mann und keine Frau hat das Recht, die Rechte eines anderen Mannes oder einer anderen Frau einzuschränken. Niemand. Nur Gott alleine kann meine Rechte einschränken. Und die zweite gute Nachricht? Zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und Böse, zwischen Mensch und Unmensch, Mann und Frau. Alles Gute, das nicht auf moralisch gute Gesinnung gepfropft ist, ist nichts als Schein und schimmerndes Elend. Dies stammt von Immanuel Kant, einem deutschen Philosoph. Die meisten Beziehungen scheitern nicht an mangelnder Liebe, sondern an fehlender Freundschaft. Die Kraft zum zivilen Ungehorsam als Notwendigkeit, auf gewaltfreiem Wege eine Kultur des Friedens und der Gerechtigkeit zu erlangen, möge so lange lebendig bleiben, bis die Menschheit ihrer nicht mehr bedarf. Krieg ist der Weltgeschichte, wie der Poesie Gedichte. So viel hat der Mensch gehört, doch selten verstanden, dass ihm kaum auffiel, was Wahrheit und Frieden verschwanden. Egoismus ist das Gift dieser Welt, die Seuche von Kapitalismus und Geld. Von Angst und Sorgen getrieben, verlernte der Mensch das Lieben. Er hüllte die Welt in Trug und Schein und verkaufte, lehrte den Generationen, die Welt muss so sein. Die Menschen begannen daran zu glauben und statt zu helfen, zu heilen, verschlossen sie ihre Augen. Die Menschen sehen und sind doch blind, während die Zeit gerinnt, in der wir das Verderben der Erde sind. Bis die Menschheit am Abgrund steht und merkt, es ist zu spät, in diesem Augenblick, dem Ersten, dem Letzten, stehen und gehen die Menschen zusammen und übrig geblieben sind nur dem Hass und der Kriege Flammen. Kann es kaum in Worte fassen, der Menschengier, Neid, die Wut bringt sie zum Hassen. Gefühle, die nicht loslassen, Angst zu verlieren, etwas zu verpassen, waren die Gefühle oder der Verstand, der bewegt des Menschen Hand? Taten sprechen lauter als Worte, aber die richtigen Dinge werden meist aus den falschen Gründen getan. Aus einer scheinbar guten Tat wird mit Hilfe leichter Manipulation eine eigennützige Berechnung. Der Eigennutz spricht allerhand Sprachen und spielt allerhand Rollen, sogar die des Uneigennützigen. Doch sollte man bedenken, dass man durch eine Eigenschaft, die man besitzt,
nie so lächerlich ist wie durch jene, die man zu haben vorgibt. Narzissmus und Egomanie sind heute der Liebe Philosophie, des Lebens Poesie, verstehst du sie, wo Ewigkeit bedeutet nie, vor dir geschlossene Schranken, verschlossen haben sich Gedanken, Gedanken entstanden von Missgunst und Neid, was war einst die Bedeutung von Freiheit? Des Menschen Stolz und Ehre wurde Illusion gefüllt mit Leere, und die Klarheit ist erdrückende Schwere, der Welt, der ich den Rücken kehre, gehofft, dass es irgendwann anders wäre. Auf die Frage, was ist Freiheit, antwortete ein Weiser, ein gutes Gewissen. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich wie immer fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche allen einen schönen Donnerstagabend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße wie immer an alle.